saß die Frau im Stadtrat drin. Nun kommt dir die Idee zum Weiberfasching. Am Donnerstag, da machen wir Hexendreim, tanzen, saffen bis zum Schwein. Am Nachmittag, da beginnt die Schau mit Journalisten und TV. Der Schirmherr schreit, Amberg, Hex, Hex, und die Musik beginnt um sechs. Die Tochter fragt Mama, ich hege mecht. Mama sagt, ein Stotfest, na ist schon recht. Die Hexe Lilli mit 14 Jahren kauft sich 5 Schnäpse an der Bar. Und nau wird tanzt und umeinander gesprungen und dauernd am Berg Hex, Hex gesungen. Ob alt, ob jung, ob Frau, ob Mann, a jedes Hext so gut es kann. Jetzt haben sie einen Brunner angemacht, jetzt hört man das Rauschen im Hintergrund. Um 11:30 Uhr, Musik macht Schluss. Wir holen sie noch ein Pils mit Schuss. Und nau wird durch die Kneipen gezogen, a junge Leber wagt es schon. Was er so ein Leber alles schafft, unterm Büchermeister seiner Schirmherrschaft. Hexenweiber, alt und jung, Prost Gemeinde, na fällt die Lilli um. In der Stadt, da geht's umtriebig zu, die Hexen geben keine Ruhe. Von oben über allem wacht des Schirmherrn Auge mit Bedacht. Und in der Früh, so gegen 3, da sammeln's die besoffene Lilli ei. Die Notaufnahme ist übervoll, Hexenvergift mit Alkohol. Um 5 Uhr kommt das Kehrgefährt, da wird der Fasching zusammengekehrt. Um 6 die Kirchenglocken geht, Mama daheim spricht ein Gebet. Lieber Gott, beschütz mein Kind und alle Büchermeistern, die Schirmherrn sind. Beschirm du uns, Herr, in dieser dunklen, dunklen, leidvollen, unbarmherzigen, sündigen, meine Aufsichtspflicht verletzenden, in blinder Demut der Stadt vertrauenden Stund. Und bitte, bitte, mach die besoffenen Hexen gesund.